Entschuldigen Sie bitte. Herr Treffer, oder? Ja, Ja? das bin ich. Mein Name ist Felix Mayer. Also ich rufe Sie an von Erdgasversorger Goldgas. Sie hatten uns um unverbindliche Informationen zu möglichen Kosteneinsparungen bei Sie müssen Gaswechsel gebeten. freier reden, nicht so viel ablesen. Herr Treffer? Ja, hallo, hören Sie mich? Ja? Gut, Sie Ja? müssen freier reden, nicht so viel ablesen. Ja, ich weiß das, aber ich bin neu hier, deswegen. Ach so, wie neu? Heute ist mir dritter Tag, deswegen. Also, sie hat uns um unverbindliche Informationen zu möglichen Kosteneinsparungen bei Gaswechsel gebeten und daher heute der Rückruf. Ach so. Also, Herr Treffer, Ja. also sind Sie immer bei Grundversorger oder haben Sie mal gewechselt? Ich wechsle nicht. Genau. Sie wechseln nicht, ja. Ja. Können wir nur einen Vergleich machen? Okay. Sie, wissen Sie Okay. was? Sie haben da ja so ein Ja? Skript. Sie können mir das Skript doch einfach per E-Mail schicken, dann müssen Sie es mir nicht vorlesen. Wieso denn? Das ist schneller. Ich kann sch wahrscheinlich schneller lesen, als Sie vorlesen können, oder? Ja. Ja, super, dann machen wir das, weil dann, wenn ich Fragen habe, sind Sie ja gerade am Telefon da, dann kann ich auch fragen. Haben Sie meine E-Mail-Adresse da? Sie wollen das alles per E-Mail, oder? Ja, einfach das Skript, was Sie jetzt vorlesen würden, einfach per E-Mail schicken. Dann lese ich es mir selber durch. Es geht ja schneller, als wenn Sie es vorlesen. Haben Sie meine E-Mail oder nicht? Moment, bitte. Also können wir einen Vergleich machen oder nicht? Ja, gerne. Das lese ich nicht. Aha. Ich will ja den Sagen Sie Vergleich mir, machen, also deshalb sage ich Ihnen das doch, dass lese Sie ich mir das nicht. per E-Mail Also schicken sollen. das lese ich nicht. Also Herr Trevor, sagen Sie mir, Sie haben doch wie schon viel vorhin Sie zugegeben, dass Sie verbrauchen. es ablesen. Jetzt sagen Sie, widersprechen Sie sich nicht selber. Ja, also jetzt lese ich nicht. Also jetzt bin ich bei Tarifrechner und ich wollte einen Vergleich machen. Also wie viel verbrauchen Sie Gas jährlich? Weiß ich nicht genau, aber es ist ein Personenhaushalt. Da gibt es auch bestimmt einen Standardwert. Wie viel bezahlen Sie also jährlich? Wissen Sie genau? Nee. Nee? Wie können wir das machen? Ja, also holen Sie eine Jahresabrechnung, bitte. Okay. Ich brauche die letzte, ja, die Die letzte letzte. Jahresabrechnung. Also nicht die von 2015 oder von 16 gibt es ja noch gar nicht. Ja, die letzte. Haben Sie die letzte Jahresabrechnung? Also die Die von letzte, die per Sie ich Post. haben, also ja. Die neueste wollen Sie haben quasi. Ja, die neueste, ja. Okay, ja, die muss ich raussuchen. Die habe ich hier irgendwo. Ja, gut, legen Sie mich ruhig zu der Seite und ich warte an der Leitung. Nee, nee, Telefon ist kabellos. Das kann ich sogar mitnehmen. Aha, super, super. Ja, dann gehe ich mal in mein Arbeitszimmer zu meinen ganzen Ordnern, weil ich habe Gut. so richtig so einen extra Schrank dafür, nur mit Ordnern für Unterlagen, weil das wird sonst zu viel. Ja, auf der Jahresabrechnung steht also jährliches Verbrauch und wie viel Sie bezahlen, deswegen. Ja. Mir ist schon klar, warum Sie das brauchen. Ja. Bin jetzt nicht doof. Ja, ist schon gut, entschuldige bitte, ich habe das nicht gesagt. Sie haben das gesagt. Was? Sie haben das gesagt? Ich habe gar nichts gesagt, also. Ach so, dann klingt das nur so, okay. Jetzt ist gerade so ein komisches Piepgeräusch. Was ist das? Können Sie das wieder ausmachen, bitte? Aua. Ja, entschuldige bitte. Was war das? Da war so, Aha. waren die Hintergrundgeräusche plötzlich weg und so ein ganz komisches Piepgeräusch. Das war echt nervig. Aha, Können Sie es bitte nicht Mensch. nochmal machen? Da Gut, kriege ich ich würde das nicht Kopfschmerzen von. machen. Gut, ich würde das nicht machen. Gut, weil sonst kann ich mich gar nicht darauf konzentrieren, hier zu suchen. Dann bin ich so abgelenkt sonst, wenn Sie sowas Ja, machen. ich würde das nicht anrühren. Okay, Gut. danke. Lachen Sie gerade? Ja, entschuldige bitte, aber Ja, dass warum? ich lache. Lachen Ich Sie mich bin. aus? Nein, nein, nicht Sie.
Ach so, jemand anderen, wen lachen wir denn aus? Nein, also ich bin nur ein freundlicher Mann, also am Telefon und. Ach so, und dann lachen, denken Sie, dass das als freundlich kommt, wenn Sie die Leute auslachen, oder wie? Nein, nein, nein. Nein. Ja, warum lachen Sie denn sonst? Ja, weil ich ein sehr fröhlicher Mann bin. Deswegen Das, die lache ich. Ausrede glaubt Ihnen doch niemand. Oder? Ja, also ich lache immer. Also entweder Sie sagen mir jetzt wirklich, warum Sie lachen, oder ich kann Ihnen nicht mehr vertrauen. Also entschuldigen Sie bitte. Ich höre das im Hintergrund, dass Sie... Was hören Sie? Ich habe gar nichts Wenn gesagt. Sie lachen oder wenn Sie so ein Lachen Nein. unterdrücken, das höre ich doch. Nein, vielleicht, wenn ich also meinen Kopf drehe, dann hören Sie dieses Geräusch. Also Ja, aber vorhin habe ich Sie ja richtig lachen hören. ich lache nicht. Sie lachen gar Also nicht. Aber haben Sie, jetzt widersprechen Sie also sich haben wieder, weil Sie. erst sagen Sie, Sie lachen, weil Sie ein lustiger Mensch sind, und jetzt sagen Sie plötzlich, Sie lachen nicht. Verstehen Sie? Das kommt total Jetzt lache komisch, ich der nicht. Anruf Also gerade. haben Sie Jahresabrechnung gefunden? Ja, ich habe hier den Ordner mit meinen so Gas und Strom, den nehme ich jetzt wieder zurück. Und dann. Wie soll ich sagen? Oh, mir ist das Wort auf der Zunge, aber mir fällt es gerade nicht ein. Also, wie viel verbrauchen Sie jährlich Gas? Jährlich, jetzt Wenn Sie die. in Kilowattstunden. Ja, in Kilowattstunden. Ah, das. Warten Sie mal, wo steht es auf dem Teil drauf? Das steht auf Jahresabrechnung. Okay, es müsste. Ah, hier. 5200. 5.200. Ja. Das ist mit Gas, richtig. Genau, Kilowattstunden steht da. Schon gut. Ja, für Strom wäre das ziemlich viel. Ja, das stimmt nicht, dass Sie 5.200 In für Strom. Gas, Ach so. also verbrauchen. Nicht? Okay, vielleicht ist es doch sicher? Es ist hier aber nicht groß. Ich habe hier so 50 Quadratmeter. Sie haben 50 Quadratmeter. Ja. Sie können nicht 5.000, also 200. Nicht. Warten Sie mal, dann habe ich dann. Was bezahlen Sie denn im Jahr? Warten Sie mal, das muss aus. Ich suche mal nach dem Kontoauszug, weil dann. Wenn der Zettel hier sowas Falsches sagt. Ich meine so. Um die 300 Euro. 300 Euro, Ja. richtig. Gut, Moment. Für Gas, richtig. 300 Euro jährlich zahlen Sie. Genau, pro Jahr. Pro Jahr. Dann laufen Sie sehr gut, also mit Gas und Moment bitte. Ich freue mich sehr viel für Sie. Ja, das merkt man in Ihrer Stimme. Gut, wenn das so alles ist. Schönen Tag noch wünsche ich Ihnen. Auf Wiederhören. Wir wollten noch einen Vergleich machen. Ja, ich wollte Vergleich machen, ja. Jetzt versprechen Sie mir hier einen Vergleich und dann legen Sie jetzt einfach auf. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Was habe ich Ihnen denn jetzt getan? Entschuldigen Sie bitte, ich bin neu hier, deswegen also bin Ja, das ich jetzt. merke ich. Ja, entschuldigen Sie bitte, Sie laufen gut mit dem Gas und ich kann gar nichts für Sie tun jetzt, also und
Wenn Sie 300 Euro im Jahr bezahlen, dann kann es gar nichts, also für Sie. Ja, für mich. Ja, also wenn es etwas Neues gibt, also wir werden uns bei Ihnen gerne wieder melden und ich bedanke mich für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das haben sie jetzt aber doch gerade so gerettet.